die Klappe, Erwin. Theodor ist tot? Ja, vor einer Woche. Er saß an dem neuen Duft, den er für euch entwickelt hat. Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Es tut mir leid. Aber der neue Duft ist großartig. Wie immer. Nur er hat ja seine Rezepturen nie notiert. Er lag in seinem Kopf. Ja. Luisa? Es tut mir wirklich leid, Schwester Priorin. Ich werde mich beim Abendessen bei allen Mitschwestern entschuldigen. Darum geht es nicht, Luisa. Es gibt nichts Wichtigeres als das gemeinsame Gebet in Ehrfurcht vor dem Herrn. Nur dadurch haben wir die Möglichkeit, Vollkommenheit zu erreichen. Aber das Kinderheim ist doch gerade wichtiger als meine Vollkommenheit. Und der Herr möchte doch bestimmt auch nicht, dass es geschlossen wird. Das werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können. Das Gebäude ist alt. Es muss von Grund auf saniert werden. Aber dafür fehlt uns das Geld. Und was wir vom Jugendamt bekommen, das reicht gerade mal für den Unterhalt der Kinder und, ja, für die Verwaltung. Deswegen brauchen wir so dringend die Spenden. Sie sind aber nicht hier, um Spenden zu sammeln, Luisa, sondern um sich in Ruhe auf ihr Noviziat vorzubereiten. Wie soll ich das denn machen, wenn ich weiß, dass die Kinder bald auf der Straße stehen? Sie stehen nicht auf der Straße. Sie kommen in andere Kinderheime. Aber wir sind ihr Zuhause. Gehorsam, Luisa, ist der erste Schritt zur Demut. Aber... Und zwar ohne Aber. Und ohne Zögern. Reißen Sie sich endlich zusammen, Luisa. Sonst gefährden Sie noch ein Noviziat. Ich mach das. Danke. Tisch 4. So, einmal Tisch 4. Wo bekommst? Dass ihr Rentner einfach nicht aufhören könnt zu arbeiten. Das muss doch nicht jeder wissen, dass ich Rentner bin. Gehorsam, immer gehorsam. Ich kann es nicht mehr hören. Wir sind eine Gemeinschaft, Luisa. In liebevoller Offenheit aufeinander zu achten und aufeinander zu hören, ist die Grundlage für unser Zusammenleben. Und warum ist Schwester Priorin auf einmal taub, jetzt wo es um die Zukunft vom Kinderheim geht? Glaube mir, sie macht sich deswegen viele, sehr viele Gedanken. Für dich. Der kam eben mit der Post. Vom Notar? Was für ein Verlust. Im Moment gibt es keinen Parfüm mehr, der nur annähernd so gut ist wie dein Onkel es war. Zu diesem Duft hat er sich von deiner letzten Freundin inspirieren lassen. Severin. Ah ja, Severin. Ha. Wo kriege ich jetzt nur jemanden her, der so gut ist wie er? Was? Du willst mir den Auftrag wegnehmen? Entschuldige mal. Theodor war Künstler. Er hat das Geld schneller ausgegeben, als es reinkam. Im Keller lagern alleine Rosenblütenblätter im Wert von 5.000 Euro. Von den exotischen Pflanzen gar nicht erst zu sprechen. Ich weiß, wie viel du von Parfumherstellung verstehst. Du warst lange genug Theodors Assistent. Das Haus ist bis oben hin mit Hypotheken belastet. Ich brauche den Job. Und ich brauche eine Nase. Hast du Theodors Nase? Hallo. 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 Post. Mein Beileid auch. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ciao. Hast du hier das Nase, Tanja? Er dachte nur immer, ich sei noch nicht so weit. Aber das stimmt nicht, Fabian. Ich bin schon lange so weit. Du traust dir zu, für uns einen Duft zu komponieren, der den ganzen Markt aufmischt. Ja. Du hast nicht viel Zeit. Ja, ich bringe ihn dir persönlich in 2 Wochen in Paris vorbei. Danke, nicht nötig. Ich
wollte mir sowieso ein bisschen Urlaub nehmen. Und weißt du was? Ich bleibe hier. Ja? Schlechte Nachrichten. Großonkel Theodor ist gestorben. Luisa, ein bisschen mehr Pietät bitte. Auch wenn er all die Jahre nichts von dir wissen wollte. Ich erbe sein Landhaus, zusammen mit meinem Bruder Daniel. Ich bin reich. Das Kinderheim ist gerettet. Was? Lass uns erst beten. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Amen. Wenn das wirklich wahr ist, was für ein Glück für die Kinder, was für ein Geschenk. Warum willst du ins Kloster gehen, Luisa? Weil der Ruf Gottes in mir ist. So stark, dass du von ganzem Herzen bereit bist, ein allein christlich motiviertes Leben zu führen. Fernab von allem Weltlichen. Du redest schon wie Schwester Priorin. Oder weil wir die einzige Familie sind, die du seit deinem 5. Lebensjahr hast. Wie war das denn bei dir? Am Anfang war da nur so ein innerer Drang und ich habe mir gedacht, du spinnst ja, Caroline. Caroline? Dein weltlicher Name war Caroline? Ja, ich wollte zuerst ein anderes Leben führen. Ein Leben mit Mann und Kindern. Aber dieser innere Drang hat mir einfach keine Ruhe mehr gelassen. Ich wollte noch näher bei Gott sein, mich noch intensiver in seinen Dienst stellen. Nicht nur für mich, vor allem wollte ich für andere da sein. Wenn du wirklich spürst, dass dich Gott anruft, dann hat alles andere für dich keinen Sinn. Empfindest du so, Luisa? Regelt die Erbschaft nicht über einen Notar. Fahr zu deinem Bruder. Oder willst du ihn nach all den Jahren nicht endlich wiedersehen? Du schickst mich weg. Ich wünsche mir, dass du die Gelegenheit nützt, herauszufinden, was du wirklich willst. Gut. Ich fahre. Morgen früh. Gute Reise, mein Kind. Danke. Aber morgen Abend zur geistlichen Lesung bin ich wieder da. Ich weiß sehr genau, was ich will. Du musst aber die Schwester Priorin noch um Erlaubnis bitten. Ja. Oh Gott. Schwester Barbara? Schwester Priorin? Und ich habe ihr noch gesagt, dass sie sie fragen muss. So sehr ich das bedauere. Aber allmählich fange ich an, darüber nachzudenken, ob es richtig ist, in der Prioratssitzung für Luisas Eintritt in das Noviziat zu stimmen. Luisa will doch nur von ihrem Großonkel Abschied nehmen. Und vor allem will sie ihren Bruder wiedersehen. Nach 20 Jahren. Sie darf nicht unerlaubt das Kloster verlassen. Außerdem hat sie etwas geerbt. Und sie will das Erbe dem Kloster vermachen. Wir sollen das Erbe einer Postulantin annehmen, von der wir noch nicht einmal wissen, ob sie für das Klosterleben überhaupt geeignet ist? Sie haben ja recht. Aber die Gemeinde fühlt sich für das Kinderheim nicht zuständig. Und der Spendentopf reicht bei weitem nicht. Wenn wir dem Jugendamt von dem Erbe erzählen, gewinnen wir wenigstens Zeit. Mir geht es vor allem darum, dass Luisa frei entscheiden kann, ob ein Leben für den Herrn für sie das Richtige ist.
Vielleicht muss sie erst ihre Vergangenheit bewältigen, um etwas Neues beginnen zu können. Schon im Alten Testament steht geschrieben, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorgehen unter dem Himmel hat seine Stunde. Und heute Abend ist Luisa wieder zurück? Pünktlich zur geistlichen Lesung. Hallo? Hallo? Daniel? Ich war's nicht. Er war's. Ich würde mich außerordentlich freuen, wenn Sie trotzdem mit mir reden würden. Sie sind aber nicht Daniel. Nein, Fabian. Daniels Freund und Geschäftspartner. Und darf ich fragen, wer Sie sind? Luisa. Luisa? Meine Schwester Luisa? Und was kann ich für dich tun? Onkel Theodor ist gestorben. Das tut mir leid. Sein Notar hat mir geschrieben. Hast du den Brief nicht bekommen? Nein. Es gibt zwar kein Testament, aber die gesetzliche Erbfolge sagt, dass wir beide erben. Du tauchst nach all den Jahren hier auf und willst die Hälfte von meinem Haus. Vor allem wollte ich dich wiedersehen. Ja. Das hast du ja jetzt. Dani und sein Papagei haben gelegentlich den gleichen Charme. Sie haben alles mitgehört? Dani war nicht gerade leise. Ja, dann war nett, Sie kennengelernt zu haben. Ich wusste gar nicht, dass Dani eine Schwester hat. Vielleicht, weil uns nichts verbindet, außer dass wir dieselben Eltern hatten. Er hat erzählt, Sie sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich muss los. Es geht mich ja nichts an, aber wenn Sie jetzt gehen, dann denkt Daniel, dass Sie nur des Geldes wegen gekommen sind. Alles in Ordnung? Oh, ich störe. Ja. Bitte bleiben Sie. Sind Sie wirklich sicher? Natürlich nicht. Ich meinte, danke, dass Sie nach mir geschaut haben. Aber ich komme allein zurück. Liebe Frauen, die wissen, was sie wollen. So große Angst vor Gewittern? Wie Erwin. Theodor hat ihn beim Gewitter mal im Garten vergessen. Er war ziemlich zerstreut. Ein Künstler.
Wir haben nichts Magisches, Luisa. Sie entstehen einfach, weil Luftschichten, die Feuchtigkeit enthalten, zu schnell aufsteigen. Gewitter verändern alles. Hinterher ist nichts mehr, wie es war. Wind fegt herbei. Vogelgeschrei. Wolken fast schwarz. Lauf, weiße Katz. Blitz durch die Stille. Donnergebrülle. Wo ist denn eigentlich die Luisa, Schwester Barbara? Die ist ganz weit weg, da gibt's sicher kein Gewitter. Und wenn, dann ist sie hoffentlich nicht allein. Das Gewitter ist vorbei. Schauen Sie mal, Luisa. Das ist alles noch genauso, wie es vorher war. Ich möchte nicht, dass Sie was Falsches von mir denken. Wieso? Wegen Ihrer Angst vor Gewittern oder weil Sie den Nachmittag mit einem fremden Mann im Schlafzimmer Ihres Onkels verbracht haben? Nein, wegen des Erbes. Geld ist mir nicht wichtig und auch nicht die Anhäufung von Wertgegenständen. Ach, deshalb wollen Sie auch nur die Hälfte von Daniels Haus. Ich muss zum Zug. Der letzte ist gerade weg. Oh nein. Wissen Sie was? Ich koche uns was Schönes und Sie sagen Ihrem Freund Bescheid, dass Sie erst morgen kommen. Ich habe keinen Freund. Ah. Könnte ich vielleicht bitte trotzdem Ihr Handy haben? Sie haben kein Handy? Klar, Sie halten ja nichts von der Anhäufung von Wertgegenständen. Danke. Danke, dass Sie bei mir waren. Ich werde Sie heute Abend in mein Gebet mit einschließen. Beten? Das hat noch nie eine Frau für mich getan. In deine Hände lege ich mein Leben. Von Luisa. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Sie hat den letzten Zug verpasst. Herr, auf dich vertraue ich. Wegen des Gewitters, das ist kein Ungehorsam, sondern höhere Gewalt. In deine Hände lege ich mein Leben. Und wann kommt sie? Gleich morgen früh. Amen. Entschuldigung. Wissen Sie vielleicht, wo Daniel steckt? Ich habe ihn schon überall gesucht. Cassoulet. Ein französisches Nationalgericht aus der Region Languedoc. Ich muss ihm doch sagen, dass ich bis morgen bleibe. Ja, das hat noch Zeit. Sie leben in Frankreich? Wie kommen Sie darauf? Sie kochen französisch und euer Wagen vor der Tür hat auch ein französisches Kennzeichen. Sie sollten Privatdetektivin werden. Ich habe andere Pläne. Was machen Sie eigentlich? Ich arbeite in Paris für Lasalle. Sie kennen die Kosmetik- und Designfirma Lasalle nicht? Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Was sind Sie für eine Frau? Nur eine, die keine Kosmetik und keine Parfums braucht, um glücklich zu sein. Gott sei Dank gibt es nicht so viele von Ihrer Sorte, sonst wäre ich nämlich arbeitslos. Sie entwickeln Düfte? Wie Großonkel Theodor, oder? Nein, ich... Finde zum Beispiel heraus, was Frauen wollen und was sie sich von ihren Männern wünschen.
Dann setze ich mich mit einem Parfumdesigner zusammen, schilder ihm meine Vorstellungen und er setzt sie um. Entschuldigung. Wow. Rosmarin, Thymian, frischer Pfeffer. Sie haben eine gute Nase. Pfeffer. Da kannst du meine ja ruhig ruinieren. Ach, tut mir leid, Daniel, daran habe ich nicht gedacht. Auch einen Schluck? Ich trinke nicht. Parfümeure trinken keinen Alkohol, sie rauchen nicht und essen auch nichts Scharfes, um sich nicht den Geruchssinn zu verderben. Ein hoher Preis, den sie bezahlen. Kein Preis ist zu hoch, wenn man sich zu etwas berufen fühlt. Sie wollten doch mit Daniel sprechen. Wie es hier riecht. Ich habe jetzt keine Zeit für Smalltalk. Du kannst hier gerne übernachten. Danke. Und vielleicht hast du nachher mal Zeit, dass wir in Ruhe reden. Worüber? Über das Erbe, das dir nicht zusteht? Über uns. Du bist mein Bruder. Das hat dich doch bisher nie interessiert. Hast du dich denn für mich interessiert? Der Tod unserer Eltern hat uns auseinandergerissen und wir haben irgendwie versucht, damit fertig zu werden. Aber jetzt sind wir erwachsen. Und ich will das Geld auch nicht für mich, sondern... Für den Heiligen Geist? Ja, so ähnlich. Du redest hoffentlich nicht von diesem Kloster, in dem du aufgewachsen bist. Warum? Was hast du gegen das Kloster? Was macht eigentlich diese ganze heilige Dreifaltigkeit? Du meinst Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist? Nein, ich meine Pfaffen, Mönche und Nonnen. Also was machen die, wenn sie mal tot sind und merken, dass sie ihr ganzes Leben einem Nichts geopfert haben? Einem Nichts? Du glaubst nicht an Gott? Ich glaube an mich. Das ist schon schwer genug. Und jetzt lass mich bitte wieder arbeiten. Daniel aussprechen können? Wir sind so schrecklich weit voneinander entfernt. So völlig verschieden. Mein Onkel Theodor. Er war hochbegabt, aber ein skurriler Eigenbrötler. Das Leben mit ihm war sicher nicht einfach für Daniel. Wo sind Sie eigentlich aufgewachsen? In einem Kinderheim. Die Mondwinde. Die wächst auch beim Kinderheim. Früher, wenn ich mich einsam gefühlt habe, dann habe ich mich abends manchmal rausgeschlichen und gewartet, bis ihr Duft sich entfaltet. Für die Parfumherstellung wird die Mondwinde im Morgengrauen geerntet, weil sie da am intensivsten riecht. Genau wie die Mairose und das Veilchen. Ich stehe auch immer um 5 auf. Denn das ist ja der perfekte Beruf für Sie. Da fällt mir ein, das Essen ist ja fertig. Ich schlage vor, wir machen jetzt eine schöne Flasche Rotwein auf.
Und Daniel? Der macht sich sein Essen lieber selbst. Guten Appetit. Guten Appetit. Lecker. Ach, ich habe ja überhaupt kein Nachthemd dabei. Ich kann ein T-Shirt von mir leihen. Danke, das ist nett. Sie können es auch behalten. Wie mein Handy. Das Handy, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hol's. Morgen reicht auch noch, ich habe zwei Handys. Ich weiß jetzt, was du, was Sie sagen wollen. Eigentlich nur danke. Warum bleiben Sie eigentlich nur eine Nacht? Nicht meinetwegen. Daniel braucht dich. Er weiß es nun mal nicht. Liebe Schwester Barbara, du hattest recht. Es ist wichtig, dass ich noch bleibe. Für meinen Bruder. Und für mich. Luisa kommt also nicht zurück. Sie will noch ein paar Tage länger mit ihrem Bruder zusammen sein. Wie bitte? Christus hat uns Nächstenliebe gelehrt. Und die gilt auch für Geschwister. Sie soll streng die Gebetszeiten einhalten und fleißig studieren. Dann sind Sie also einverstanden? Ich habe keinen Bruder. Aber eine sehr nette Schwester. Danke, Schwester Priorin. Ach, das haben die Kinder gestern für Luisa gemalt. Ich möchte den Koffer gern persönlich überbringen. Sie verstehen. Überzeugen Sie sich, dass mit unserem Schützling alles in Ordnung ist. Ein Mist! Ach, Mensch. Ha. Ich dachte, Nonnen fluchen nicht. Ach was, Nonnen sind auch nur Menschen. Uns ist nichts Menschliches fremd. Alfons? Ja, ich bin's, Caroline. Schwester Barbara. Ach ja, natürlich. Ja. Schwester Barbara. Seit wann bist du wieder im Land? Mein Gott, Alfons, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ha? Ich habe dich gestern in deinem Klostergarten gesehen. Übrigens ein sehr schöner Garten. Ja, ja. Ja, der ist schön. Erinnert mich ein bisschen an das Paradies. Als ob du da schon mal gewesen wärst. Du verreist? So wie es aussieht, verpasse ich jetzt meinen Zug. Tja, ich habe auch eine Anhängerkupplung. Ich könnte dich zum Bahnhof bringen. Wie? Ich soll mit auf deinem Rad? Ah, ist das schön. Du bist aber noch ganz schön fit, Alfons. Ja. Wie früher. Thank you.
Kommst du voran? Hm? Ich habe das Luftbild praktisch schon vor Augen. Eine erotische Frau hat ihren Auftritt. Hm. Hallo, Luisa. Morgen. Morgen. Hm. Danke. Alle Blicke folgen ihr und das weiß sie. Und sie genießt es. Verführung, Versuchung, Verheißung. Kaffee? Eigentlich habe ich gedacht, sie stehen schon um 5 Uhr auf. Wegen der Mondwinde. Auch ohne Mondwinde. Aber hier ist irgendwie alles anders. Und? Wie findest du jetzt die erotische Frau? Ich denke eher an sowas wie, sie weiß nicht, was sie will. Aber das mit Begeisterung. Charmant, chaotisch und todmüde. Hallo? Luisa? Ich gehe. Luisa? Schwester Barbara. Grüß dich Gott, mein Kind. Morgen. Ich dachte, das kannst du jetzt brauchen. Danke. Und ich brauche jetzt erst meinen Kaffee. Wenn ich zurück bin, werde ich Schwester Scholastica erzählen, was ein richtiger Kaffee ist. Und von mir bekommen Sie und Luisa jetzt erstmal ein anständiges Omelett. Gern. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich will nicht unhöflich sein, aber die Arbeit wartet. Gutes Gelingen. Danke. Ihr seid euch noch nicht näher gekommen. Nein. Er ist der Meinung, ich stehle ihm sein Erbe. Ich habe angedeutet, dass ich es fürs Kloster will. Daniel ist wie Theodor ein überzeugter Atheist. Dann wird es ihm nicht gefallen, dass du ins Noviziat eintreten willst. Du willst Nonne werden? Du hast nichts erzählt? Kommst du mal bitte, Luisa? Sie entschuldigen uns bitte. Luisa will Nonne werden. Nonne? Ich fass es nicht. Dann will sie tatsächlich mein Haus für ihr bescheuertes Kloster. Geld, Geld. Ist das wirklich alles, was dich interessiert? Wenn Luisa erstmal im Kloster ist, dann hast du überhaupt keine Chance mehr, dich deiner Schwester irgendwie anzunähern. Dann ist sie weg. Und zwar für immer. Von wem sprichst du jetzt? Von dir oder von mir? Du sprichst von dir. Quatsch. Du hast von dir gesprochen. Nonne. Es ist nichts Falsches dran, Luisa, wenn einem ein Mann gefällt. Man muss nur ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe dir doch mal erzählt, ich war selber nah dran, ein weltliches Leben zu führen. Ja, ich war sogar richtig verliebt und ich bin froh, dass ich dieses Gefühl mal erlebt habe. Ich kann dich gut verstehen. Aber Fabian gefällt mir nicht. Also, ich meine, er gefällt mir schon, aber nicht so, wie du denkst, sondern als Mensch. Der ist einfach ein toller Mensch. Ich habe das nur nicht erzählt wegen Daniel. Damit die Kluft zwischen uns nicht noch größer wird. Gott trennt nicht, Luisa. Gott verbindet. Wollen wir jetzt nicht einfach mal gemütlich frühstücken? Ich muss zurück zu meinen Kindern. Bin ich das nicht auch noch? Eins deiner Kinder? Du wirst es immer bleiben, Luisa. Ein ganz besonderes. Was erzählst du denn, Schwester Priorin? Dass du versprochen hast, dass du dich auch hier mit aller Kraft auf das Noviziat vorbereiten wirst. Versprochen. Ach, Entschuldigung, wissen Sie, wann der nächste Bus zum Bahnhof fährt?
Ich fahre sie. Ich danke Ihnen, Fabian. Ach, das wollte ich Luisa noch geben. Und sagen Sie ihr, sie soll ruhig vertrauen. Gott wird ihr den richtigen Weg schon weisen. Gott schütze Sie. Warten Sie, ich bringe Sie noch zum Zug. Vielen Dank, aber ich kenne meinen Weg. Wiedersehen. Wiedersehen. Okay, Luisa. Von mir aus werde Nonne. Es ist mir egal, womit du dein Leben verplemperst. Aber damit eins klar ist, deine Pinguine bekommen keinen Cent von mir. Ich gehe jetzt zum Anwalt und fechte das Erbe an. Aber ich will das Geld nicht für die Nonnen, sondern für die Kinder. Für welche Kinder? Kinder, die das Gleiche erlebt haben wie du und ich. Das Kinderheim, in dem ich aufgewachsen bin, ist total marode. Wenn es nicht saniert wird, verlieren die Kinder ihr Zuhause. Mein Gott, dann soll die Kirche das viele Geld, das sie hat, eben mal für was Vernünftiges ausgeben. Was man klösterliche Erziehung überhaupt als etwas Vernünftiges bezeichnen kann. Warum bist du so feindselig gegenüber allem, was mit der Kirche zu tun hat? Ich bin nicht feindselig, Luisa. Ich halte nur jede Art von Religion für überflüssig. Aber Gott ist da. Er findet dich, auch wenn du ihn nicht suchst. Und schon habt ihr die Verantwortung abgeschoben auf jemanden, der mächtiger ist als ihr. Allwissend und groß. Aber wer keine Verantwortung übernimmt, der ändert auch nichts. Und wer nicht den Mut hat, etwas zu ändern, von dem er fühlt, dass er es ändern muss, der verpasst sein Leben. Und ein zweites Leben, Luise, bekommen wir nicht. Wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Eines Parfüms spielt der Duftablauf eine wichtige Rolle. Die erste Phase ist die Kopfnote, die zweite Phase ist die Herznote, die dritte die Basisnote. Ich liebe den Duft. Ich glaube, Jasmin ist als Basisnote ganz gut geeignet. Und steht für Sinnlichkeit und weibliche Erotik. Und Schwester Barbara. Sie sagt, es wird ihr den richtigen Weg weisen. Warum willst du Nonne werden, Luisa? Gehörst du auch zu den Menschen, die nur glauben, was sie sehen? So wie Daniel? Ich weiß es nicht. Daniels erster Versuch. Gefällt's dir nicht? Ein Duft ist da und auch wieder nicht. Manchmal sind wir auf der Suche nach ihm, obwohl er schon längst in unserem Kopf gespeichert ist. Der Duft gelangt zuerst unserem Riecher. Dann wandert er weiter bis zum Mandelkern. Dort sitzen die Emotionen. Auf diese Weise erzeugt jeder Duft auch ein Gefühl. Und jedes Gefühl riecht anders. Freude riecht anders als Trauer oder Angst oder... Oder Zuneigung. Nein, Luisa.
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die nur das glauben, was sie sehen. Trotzdem habe ich nie daran gedacht, ins Kloster zu gehen. Und ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Nein, das ist Capsicum, das konzentriert der Pfeffer. Luisa? Luisa? Oh, kann ich bitte runter? So, das beruhigt die Schleimhäute. Runter damit. Wir haben es verstanden, Erwin. Alles okay? Erwin? Hier steckst du. Und was hat der Anwalt gesagt? Ohne Testament, in dem das Gegenteil steht, habe ich keine Chance. Verdammt. Noch mal Theodor kein Testament gemacht. Vielleicht, weil er mir etwas gut machen wollte. Und seine Reue hält er nicht schriftlich fest? Komm, Erwin. Es tut mir leid, Luisa. Aber du hast ihn einfach nicht interessiert. Selbst wenn ich wollte, Luisa, ich kann dich nicht auszahlen. Wenn ich dich auszahle, verliere ich nicht nur mein Zuhause, sondern auch meine Existenz. Alfons! Ah, ich war so frei und hab dir einen neuen Reifen aufgezogen. Du bist noch genauso wie früher. Da warst du auch immer für mich da. Und zwar so bedingungslos, dass du dich schleunigst von mir in Sicherheit gebracht hast. Hast du es nie bereut? Nein, nie. Es war die richtige Entscheidung, Alfons. Und du? Ich nehme an, du hast Familie. Ja, meine Frau Julia, mein Sohn Sebastian. Er ist Bauingenieur. Ach, wie der Vater. Tja, meine Familie sind die Kinder. Dann danke ich dir sehr, Alfons. Kein Problem. Ich habe ja jetzt viel Zeit. Seit ein paar Wochen bin ich in Rente. In Rente? Du? Ah, ich war so viel im Ausland. Ich habe letztes Jahr noch in Moskau ein Geschäftshaus gebaut. Ich bin ganz froh um ein bisschen Ruhe. Und ich tue jetzt wirklich nur noch das, was ich will. Dann freue ich mich, dass du deinen Ruhestand jetzt so genießen kannst, Alfons. Gott segne dich. Warte mal. Falls du mal wieder einen kaputten Reifen hast. Schwester Barbara? Ja, ich komme sofort. Entschuldige, Alfons. In mir gab es immer nur einen Wunsch, unvollkommene stoffliche Materie in vollkommene Essenzen umzuwandeln. Und deshalb möchte ich nicht, dass sich das, was ich geschaffen habe, ebenso verflüchtigt, wie es dürfte nun einmal zu tun pflegen. So vermache ich mein Landhaus und meine Parfümmanufaktur an meinen Großneffen Danio. Unter einer Bedingung.
dass er mein Lebenswerk fortführt. Herr, führe mich nicht in Versuchung. Hallo, Kinder! Hallo, Schwester! Hallo, Schwester! Schwester Barbara, das Jugendamt war hier. Sie haben alle Räume besichtigt. Und? Und uns eine Frist von 4 Wochen gesetzt. Entweder wir haben bis dahin mit den Renovierungsarbeiten begonnen, oder sie nehmen uns die Kinder weg. Ich rufe gleich Luisa an und frage, wann sie über das Erbe verfügen kann. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass wir Luisas Erbe annehmen, bevor wir über ihren Eintritt ins Noviziat entschieden haben. Das ist nicht richtig. Sollten wir das nicht Luisa überlassen? Fragen Sie sie. Aber machen Sie ihr bitte klar, wie bedeutsam diese Entscheidung für Sie ist. Ich war vorhin in deinem Duftatelier. Theodor hat oft ein halbes Jahr für einen Duft gebraucht. Der Saal braucht den Duft in 2 Wochen. Ja? Ah, und was Unmögliches kann ich für dich tun? Hallo. Ich gebe sie weiter. Für dich, Schwester Barbara. Ja, Schwester Barbara? Was ist mit dem Kinderheim? Das Erbe. Ja. Der Notar sagt, ich kann bald drüber verfügen. Das Noviziat? Ich will nur eins, Schwester Barbara, das Kinderheim retten. Barbara. Für mich? Ich dachte so wie früher. Und du bist immer noch so pünktlich. Prost, Alfons. Prost. Ich habe eine Frage und eine Bitte. Nur raus damit. Unser Kinderheim muss von Grund auf saniert werden. Und jetzt haben wir vielleicht endlich das Geld dazu. Und da habe ich mir gedacht, dass ich dir gute Handwerker besorge und den Bau überwache. Nein, nein, nicht du. Vielleicht dein Sohn? Mein Sohn, der baut gerade in Dubai, der hat keine Zeit. Schade. Kein Problem, ich kann das übernehmen. Alfons, du weißt doch, was so eine Sanierung bedeutet. Und du willst endlich deinen Ruhestand genießen. Nein, nein, nein. Also das kann ich nicht annehmen. Du musst sogar annehmen. Bist du sicher? Du brauchst mich. Und ich lasse dich nicht im Stich. Nicht jeder ist so selbstlos. Vergelt's Gott, Alfons. Im Winter hatten wir an manchen Tagen 16 Grad in diesen Zimmern.
kann schon verstehen, dass das Jugendamt uns nicht länger Zeit lassen will. Deswegen werden wir auch keine Zeit verlieren. Hoffentlich kriegen wir überhaupt so schnell Handwerker. Auch das lassen wir meine Sorge sein. Ich habe gute Beziehungen zum Handwerksverband. Und den besten Preis werde ich auch für euch aushandeln. Weißt du noch? Ja. Mit so einem sind wir mal durch die Toskana gefahren. Und dann sind wir plötzlich in diesem Dorf festgesessen. Ja, der lange Bus und die engen Straßen, die passten nicht wirklich gut zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gegangen ist. Wir sind zwar ins Dorf reingekommen, aber... Aber fast nicht mehr raus. Ja. Und dann haben wir uns in die Sonne gesetzt, haben Rotwein getrunken. Und dann hast du mir einen Heiratsantrag gemacht. Ja, wir waren noch so jung damals. Wir hatten das Leben vor uns. Am liebsten hätte ich damals eine Familie mit dir gegründet. Wenn ich eine Familie hätte haben wollen, Alfons, dann nur mit dir. Ich war so wütend auf den da oben. Ich habe einfach nicht verstanden, warum er ausgerechnet dich haben will. Es war nicht nur das. Ich wollte von ganzem Herzen mit all meiner Kraft für andere da sein. Und immer im Ausland mit dir zu leben, Alfons, das wäre nichts für mich gewesen. Toni, Fußball spielen wir nur draußen. Du wirst deine Kinder nicht verlieren. Das schaffen wir schon. Lieber Gott, ich will doch nur so viel Geld, wie für die Renovierung notwendig ist. Versprochen. Ich möchte niemandem schaden, lieber Gott, nur helfen. Und lieber Gott, könntest du mir bitte das Herzklopfen nehmen, jedes Mal, wenn ich Fabian sehe? Bitte. Fabian, ich muss mit dir reden. Später. Ich muss zu Luisa. War so ein schöner Tag. Ich war im Kindergarten und wir haben draußen gespielt. Dann ist das Gewitter losgegangen und wir mussten rein. Wir haben einen Stuhlkreis gemacht und das Gewittergedicht aufgesagt. Wolken fast schwarz, laufweiße Katz, blitzt durch die stille Donnergebrülle. Dann ist die Tür aufgegangen
Eine Polizistin ist reingekommen. Sie roch so gut und ich habe sie noch gefragt, warum sie so traurig ist. Sie hatte Tränen in den Augen. Deine Eltern sind tot, hat sie gesagt. Und draußen hat's gedonnert und geblitzt und gedonnert und geblitzt. Ich wollte immer nur alles richtig machen. Freak, perfekt. Na, schließlich hatte ich Glück. Du hast mich nicht in ein Heim geschickt wie Luisa. Und wer Glück hat, der hat dankbar zu sein. Hm? Freak, perfekt. Immer wolltest du, tu dies oder tu das. Und ich habe mich doch auch wirklich bemüht und nie was richtig gemacht. Nimmt man ein Kind wirklich nur zu sich, damit es so wird wie man selbst? Bei Luisa haben es die Nonnen ja geschafft. Aber ich habe weder dein Talent, noch habe ich deine Nase. Und deshalb kann ich deine letzte Bedingung, so leid es mir tut, nicht erfüllen. Ich fange ein komplett neues Leben an. Stimmt nicht, was du gesagt hast. Was? Dass ein Gewitter nichts verändert. Es verändert alles. Ach ja? Die Luft ist so rein. Und irgendwie riecht's nach Erde. Schau mal die Farben. Danke, dass du da warst. Tut mir leid. Halt die Klappe, Erwin, sonst geht's zurück nach Südamerika. Weißt du, wenn Theodor sowas war wie ein Dirigent, der die Duftnoten dirigiert hat, dann war ich sowas wie die hinterletzte Geige. Eine Geige mit Hals, aber ohne Nase. Ich glaube, du hast genug für heute. Oh, Luisa, meine kleine, süße Schwester Luisa. Du hast sie gesucht und er hat dich gefunden. Obwohl du ihn nicht gesucht hast. Aber sie finden dich alle. Fabian und der liebe Gott. Was ist los, Daniel? Nichts. Ich hab nur was kapiert. Nicht er war schuld. Ich habe mich nur immer davor gedrückt, alleine einen Duft zu entwickeln. Und weißt du warum? Weil ich es nicht kann. Nur zugeben wollte ich es nicht, genau wie du. Was meinst du damit? Ich sehe doch, wie du ihn ansiehst. Aus dir wird nie eine Nonne. Daniel, es reicht. Im Gegenteil, ich fange jetzt erst an. Saufen. Essen, was mir schmeckt. Leben. Von mir aus kannst du alles haben. Es gibt ein Testament. Oh, ein Testament. Du hast davon gewusst? Ja. Oh. Du auch? Vor allem habe ich gewusst, dass du schon weißt, was du tust. Grüße. Grüße.
Mann! Luisa erbt also nicht. Dann ist es vorbei. Sie wollen nicht mehr kämpfen, Schwester Priorin. Wir haben getan, was in unserer Macht steht. Man muss auch wissen, wann Kämpfen sinnlos ist. Vertrauen wir auf Gott. Sein Wille geschehe. Ja, aber wir müssen doch irgendetwas... Demut, Schwester Barbara. Manche Dinge müssen wir einfach hinnehmen. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorgehen unter dem Himmel hat seine Stunde. Das haben Sie selber gesagt. Schwester Barbara, wenn Ihnen noch etwas Vernünftiges einfällt, dann tun Sie es. Schön, dass du so schnell gekommen bist, Alfons. Was ist passiert? Das Kloster kann die Handwerker nicht bezahlen. Oh nein. Und was passiert ist mit den Kindern? Ich fürchte, ich werde die Kinder verlieren. Unter uns. Ich habe dem Bürgermeister schon so oft einen Gefallen getan. Jetzt ist er dran. Hier, Pfefferminztee. Ah. Wir beide, Luisa, sind uns schon verdammt ähnlich. Wir sind total verschieden. Wir beide glauben, dass wir anderen etwas schulden, weil sie uns nach dem Tod unserer Eltern nicht alleine gelassen haben. Wir waren immer so verdammt dankbar, dass wir völlig vergessen haben, was wir selber wollen. Das gilt vielleicht für dich, aber nicht für mich. Ich dachte, dein Gott ist groß, allmächtig und allwissend. Ja, das ist er. Ja, warum glaubst du dann, dass du nicht nur dir, sondern auch ihm was vormachen kannst? Jetzt lass nicht an mir aus, dass du eine schlechte Nase hast. Luise, wir haben kein Baumhaus mehr, in das wir uns verkriechen können, wenn wir Mist gebaut haben. Man steckt den Kopf wieder raus und alles ist gut. Du möchtest gern Pinguin. Schau mal. Ehrlich muss er sein. Wie die Luft nach dem Gewitter. So frisch gewaschen und irgendwie elektrisch. Wovon redest du? Von deinem neuen Duft. Komm. Wichtig ist, ein absolut feines Gespür für die Harmonie einer Komposition zu entwickeln. Man kann seinen Geruchssinn trainieren und ausbilden, aber vor allem ist er eine Begabung, wie bei einem Musiker das absolute Gehör. Im Moment gibt es auf der ganzen Welt vielleicht 50 Parfümeure, die diese Begabung haben. Du glaubst, ich gehöre dazu? Das finden wir jetzt raus. Du hast die Arbeit mit Zimt vorgeschlagen. Also die Arbeit mit Zimt ist ziemlich schwierig, weil man seinen Duft sofort mit einem bestimmten Nahrungsmittel und Weihnachten assoziiert. Erdig.
erdig. Das ist ja auch muffig und modrig. Vielleicht. Patchouli? Oder. Eichenmoos? Probieren wir aus, was besser passt. Der Bürgermeister gibt uns einen Zuschuss. Aber es wird nicht reichen. Das tut mir leid. Ja, dir muss das nicht leid tun. Du wolltest uns ja helfen. Ach, nicht nur euch. Mir auch. Dir? Wieso dir? Ach, ich werde noch wahnsinnig. Am Morgen stehe ich auf, am Abend gehe ich ins Bett. Das ist mein ganzer Tag. Seitdem ich Rentner bin, habe ich das Gefühl, auf einer Rutschbahn zu sitzen. Und es geht nur noch abwärts. Und unten wartet das offene Grab. Da musst du aber noch 20 oder 30 Jahre warten, bis du unten angekommen bist. Und dazwischen, was mache ich denn dazwischen? Ich will was tun und ich möchte gebraucht werden. Deine Frau braucht dich doch, oder? Das letzte Mal, als ich mich in den Haushalt einmischen wollte, hat sie mich rausgeworfen. Du Ärmster. Du lachst. Da müssen wir also nicht nur das Kinderheim, sondern auch noch dein Seelenheil retten. Ich habe alles notiert. Das ist wunderbar. Schade nur, dass die Kopfnote und die Herznote nicht miteinander harmonieren. Wieso? Was meinst du denn damit? Was meint er denn damit? Wirklich so blind? Der Duft stimmt noch nicht. Wir müssen noch mal ran. Es muss doch irgendjemand wissen, wer das Transparent aufgemacht hat. Ja. Ich vermute, Schwester Barbara. Schwester Barbara, nehmen Sie sofort dieses Transparent wieder ab. Sie haben doch selbst gesagt, ich soll was tun. Wenn Ihnen etwas Vernünftiges einfällt, habe ich gesagt. Das ist nicht vernünftig. Aber es gibt den Kindern Hoffnung. Es zeigt ihnen, dass wir etwas für sie tun, für sie kämpfen. Wir sind ein Orden, Schwester Barbara, und keine Bürgerinitiative. Wollen Sie etwa aufgeben? Gleicht euch nicht der Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Erst vor kurzem, Schwester Priorin, hat mich ein Freund gefragt, ob ich es jemals bereut habe, ins Kloster eingetreten zu sein. Ich habe aus tiefstem Herzen und aus voller Überzeugung Nein gesagt. Bitte, Schwester Priorin, bringen Sie mich nicht dazu, diese Antwort noch mal gründlich zu überdenken. Schwester Barbara.
warum bleibst du nicht, Luise? Fabian, bitte. Ich versuche das gerade mit der Herz- und der Kopfnote irgendwie hinzukriegen. Ich meine für immer. Ich gesagt, dass du dir kein anderes Leben vorstellen kannst. Aber du kennst doch überhaupt kein anderes Leben. Weißt du, was wir machen? Wir fahren nach Grasse. In diese wunderbare alte Stadt des Parfums. Du wachst auf mit dem Duft von Lavendel und schläfst ein mit dem Duft von Ginster und überall riechst du die Kräuter der Provence. Hör auf. Wir besuchen die großen alten Parfummanufakturen. Und dann fahren wir ins Meer. Kennst du das Meer? Weißt du, wie es riecht? Salzig und nach Fisch. Und wenn am Abend die Wellen ans Ufer schlagen, du... Du fühlst dich so frei. Hör auf. Nein, ich kann nicht, Luise. Ich liebe dich. Und du liebst mich auch. Aber ich weiß nicht, welche Liebe die größere ist. Mami, Lukas, nee, nicht ganz so schnell. Ihr könnt fahren, aber nicht so schnell, ja? Die Mahnschwester Barbara hat sie bestellt. Tut mir sehr leid, aber Sie müssen wieder gehen. Das Kloster kann Sie nicht bezahlen. Das muss es auch nicht. Meine Kollegen und ich nutzen nur die Gelegenheit, um unseren Platz im Himmel zu verdienen. Was bei einigen von uns allerdings nicht ganz einfach werden wird. Ja, Gott liebt treue Sünder. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll. Nicht uns müssen Sie danken, sondern Schwester Barbara. Ja, dann. Fabian, bitte, ich muss jetzt allein sein. Schwester Barbara hatte einen Unfall. Was? Schwer? Schwester Priorin sagt, sehr schwer. Was ist denn passiert? Wird sie wieder gesund? Ich weiß es nicht. Lieber Gott, ich bitte dich, dass Schwester Barbara wieder gesund wird. Wenn sie wieder gesund wird, dann will ich dir auch eine treue Dienerin sein. Schützen, bis wir uns wiedersehen. Tun wir das? Ein Kloster ist kein Gefängnis. Wir können uns schreiben, telefonieren. Und wenn ich dich das nächste Mal besuche, stellst du mir deinen neuen Parfümeur vor. Tragen muss ich es aber nicht. Thank you.
gibt ein französisches Sprichwort. Die ersten Liebesbriefe werden mit den Augen geschrieben. Ich habe noch nie einen geschrieben. Auch nicht mit der Hand. Aber jetzt, Luisa, jetzt schreibe ich einen. Also, zurück ins Haus oder zum Bahnhof? Zum Bahnhof. Schwester Barbara. Luisa. Wie geht's dir? Ich hatte so Angst. Dass ich schon fast tot bin. Ich fürchte, meine Aufgabe ist es, noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor der Herr mich zu sich kommen lässt. Nein, ich habe nur eine kleine Gehirnerschütterung und das Bein ist gebrochen. Hat dir das gar niemand erzählt? Ich bin direkt zu dir. Ich habe dir was mitgebracht. Mein erster Duft. Wunderbar. Schade, dass wir entschieden haben, im Kloster keine Düfte zu benutzen. Wenn du in der Zwischenzeit niemanden gesprochen hast, dann weißt du auch nicht, dass mein alter Freund Alfons seine Handwerkerkollegen mobilisiert hat. Und dein Transparent die halbe Gemeinde. Mein Transparent? Das Kinderheim wird saniert? Ja. Und wir müssen keinen einzigen Cent bezahlen. Und die ersten Spenden sind auch schon eingegangen. Was für ein schöner Tag. Vor allem, weil die Prioratssitzung entschieden hat. Und wie hat sie entschieden? Du darfst ins Noviziat eintreten. Entschuldigung. Das ist nur, weil ich mich so freue. Wir fahren jetzt dahin und holen Sie da raus. Wir werden Sie in den Arm nehmen und ihr alles Glück der Welt wünschen. Für welchen Namen hast du dich entschieden, Luisa? Margarita. Nach der heiligen Margarete von Antiochia. Schwester Margarita. Warum willst du ins Kloster, Luisa? Das hast du mich schon mal gefragt. Und ich habe noch keine überzeugende Antwort von dir bekommen. Stattdessen sehe ich zum zweiten Mal Tränen in deinen Augen und sag nicht wieder, das sind Freudentränen. Du trägst meinen Duft. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und unsere Mitschwestern auch nicht. Sogar Schwester Priorin hat sich zwei Tropfen aufs Handgelenk geben lassen. Luisa, es ist das, was du von ganzem Herzen willst. Das und nichts anderes. Du hast das besondere Talent, Menschen mit deinen Düften zu verzaubern. Warum nimmst du dieses Gottesgeschenk nicht an? Und Fabian? Ich kann nicht. Warum denn nicht? Weil ich ein Gelübde abgelegt habe. Wenn du wieder gesund wirst, dann trete ich ein ins Noviziat. Das kommt davon, weil Schwester Priorin mal wieder übertreiben musste. Gott will keine Opfer, Luisa. Er will, dass wir freiwillig und in Liebe zu ihm kommen. Luisa,
kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin, dass wir wieder einen jungen Menschen in unserem Kreis aufnehmen dürfen. Ich bin bereit. Liebe Schwester in Christus, was erbitten Sie von dieser Gemeinschaft der Nonnen von St. Martin? Ich möchte das Leben in der Gemeinschaft besser kennenlernen. Ich bitte die Schwester, mit mir zu prüfen, ob ich berufen bin, Christus nach den Regeln des Ordens nachzufolgen. Entschuldige, kommt ja dann raus. Dazu stärke sie Gott mit seiner Gnade. Uns alle aber erleuchte Christus, damit wir ihnen helfen, seinen Willen zu erkennen und zu erfüllen. Amen. Ist das wegen der Novizin? Ja. Vor 30 Jahren habe ich dasselbe durchgemacht. Mit Schwester Barbara. Und wie sind Sie damit fertig geworden? Irgendwann habe ich angefangen, es zu akzeptieren. Ich habe dann eine andere Frau kennengelernt. Ich sage Ihnen mal was. Das Leben macht immer das, was es am besten kann. Das geht einfach weiter. Nehmen Sie hin das Schulterkleid als Sinnbild des Gehorsams und tragen Sie es freudig, denn das Joch des Herrn ist süß und seine Bürde leicht. Ich kann das nicht. Wie bitte? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es tut mir leid. Amen. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorgehen unter dem Himmel hat seine Stunde. Gott braucht auch draußen Menschen, die in seinem Sinne leben. Und lieben. Ich bin immer für dich da. Gute Reise, mein Kind. In dein neues Leben.